Kapitel 6.1 Argumente muslimischer Astrologen. Muslime, die mit Astrologie zu tun haben, haben versucht, manche Verse aus dem Koran zu benutzen, um damit ihre Praktiken zu unterstützen und zu rechtfertigen. Beispielsweise wurde vor kurzem die Sura Al-Buruj als Kapitel über die Tierkreiszeichen und ihr erster Vers sogar als göttlicher Schwur bei den Tierkreiszeichen ins Englische übersetzt. Dies ist eine falsche und irreführende Übersetzung des Wortes Buruj. Das Wort bedeutet in Wirklichkeit Sternenanordnung und nicht Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen sind Tierdarstellungen, die von den alten Babyloniern und Griechen von bestehenden Sternenkonstellationen abgeleitet wurden. Daher kann dieser Vers keineswegs als Beweis für die heidnische Praxis der Sternenanbetung herangeführt werden. Die bildhaften Darstellungen haben keine Beziehung zur Anordnung der Sterne. Darüber hinaus wird die Bewegung der Sterne durch den Weltraum über die Zeit hinweg zu einer deutlichen Veränderung der Sternenkonstellationen führen. In früheren Zeiten wurde der folgende Vers aus der Sura An-Nahl benutzt, um die Astrologie am königlichen Hofe der Kalifen zu rechtfertigen. Und er hat Zeichen geschaffen, und durch die Gestirne finden sie die Richtung. Sura An-Nahl, Vers 16. Muslimische Astrologen behaupteten, dieser Vers bedeute, dass die Sterne Zeichen seien, die das Verborgene offenbaren, und dass die Menschen durch dieses Wissen Leitung für die Zukunft finden würden. Jedoch sagte Ibn Abbas, den der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, als Tarjuman al-Quran bezeichnete, also als Kommentator der Bedeutung des Korans, mit den im Vers genannten Zeichen sind Wegzeichen oder Marksteine gemeint. Sie stehen in keinerlei Beziehung zu den Sternen. Weiterhin sagte er, durch die Gestirne finden sie Rechtleitung, bedeutet, dass sie durch sie während ihrer Reisen zu Lande und auf See in den Nachtstunden geleitet werden. Das heißt, dass die Bedeutung dieses Verses die gleiche ist wie in Vers 98 der Sura Al-An'am. Auf jeden Fall ist es vollkommen ungültig, diese oder andere Verse aus dem Koran dazu zu benutzen, das Studium und die Anwendung von astrologischen Pseudowissenschaften zu legitimieren. Es widerspricht zahlreichen anderen koranischen Versen, die belegen, dass Allah allein die Zukunft kennt. Ebenso widerspricht dies auch vielen Hadithen, die eindeutig verwehren, Astrologie oder verwandte Pseudowissenschaften zu erlernen und die es verbieten, daran zu glauben. Beispielsweise überliefert der Prophetengefährte Ibn Abbas, dass der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wer auch immer einen Zweig der Sternenkunde lernt, der hat einen Zweig der Magie gelernt. Abu Mahjam überliefert ebenfalls, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Was ich nach meiner Zeit am meisten für meine Gemeinde fürchte, ist der Glaube an die Sterne und die Ablehnung des göttlichen Schicksals. Daher gibt es im Islam keine Grundlage für den Glauben oder für die Praxis der Astrologie. Wer auch immer versucht, die Worte der religiösen Texte zu verbiegen, um diese den verworrenen Gelüsten anzupassen, macht nichts anderes als die Kinder Israels. Sie nahmen Verse aus der Tora und rissen diese aus dem Zusammenhang und änderten wissentlich die Bedeutung der Worte.